Herzlich willkommen hier in Göppingen am Industrietag. Sie sind heute mit Ihrem Unternehmen hier und ich würde Sie bitten, sich selber kurz vorzustellen und auch ein paar Worte zum Unternehmen zu sagen. Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank und schön, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Mona Boland, ich komme von der Firma Kercher und bin entsprechend mit Kercher eben auch hier. Bin mittlerweile seit 2011 selbst bei Kercher, auch über ein Praktikum damals gestartet. Deswegen kann ich mich immer noch ganz gut in die Rolle der Studierenden auch reinversetzen. Und wir promoten heute hier eben unsere Stellen entsprechend und hoffen auf gute Kontakte natürlich. Ja. Und was macht die Unternehmen denn besonders attraktiv für Studierende? Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor ist, wir sind ein Familienunternehmen und haben da auch sehr solide Werte, sehr gesunde Werte, mit denen wir als Unternehmen dann entsprechend auch unterwegs sind. Und wir haben ein sehr vielfältiges Angebot und das glaubt man so im ersten Moment gar nicht, weil man denkt, Kercher macht Reinigungstechnik, Reinigungsgeräte und viele kennen eben diesen klassischen Hochdruckreiniger oder mal den Staubsauger. Aber unser Angebot ist sehr groß. Wir haben von den kleinsten Reinigungsgeräten, wo wirklich kleine Technik auch verbaut ist, bis hin zu den größten Portalwaschanlagen, Geräteträger für Kommunen. Also ein sehr vielfältiges Angebot und wir bieten auch in fast jedem Unternehmensbereich den Einstieg an. Also über ein Praktikum, über eine Abschlussarbeit, eine Werkstudententätigkeit oder einen Direkteinstieg. Und das möchten wir natürlich publizieren und auch bekannter machen unter den Studierenden und auch zeigen, dass Kercher wirklich sehr gute Werte hat in Bezug auf Beschäftigte, im Austausch auf oder im Hinblick auf Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Und dass man sich da auch wirklich unter den Kollegen und überhaupt sehr wohlfühlen kann. Schön. Genau. Ja, und Sie haben es gerade angesprochen, dass Sie eben auch offene Stellen haben. Mhm. Gibt es da Bereiche, in denen da besonders gefragt sind? Also es kommt tatsächlich ein bisschen auf die Stelle selbst an. Mhm. Also wir haben gerade im Bereich, also schon Fokuszielgruppen, nenne ich es mal, gerade so im Bereich Ingenieurswesen, Elektrotechnik, ne, das ist so unsere Kernkompetenz und daher suchen wir dort natürlich verstärkt. Mhm. Aber wenn wir gerade an so Einstiegsstellen für Studierende denken, wenn wir so an Praktikumsplätze, wie gesagt, Abschlussarbeiten oder Werkstudententätigkeiten denken, da sind wir sehr breit aufgestellt. Also wir haben pro Jahr circa 240, 260 Studierende bei uns im Haus oder Plätze zur Verfügung und die gehen wirklich über alle Unternehmensbereiche hinweg. Also die, die man eben in einem Industrieunternehmen so hat, angefangen jetzt vom ganz klassischen Verwaltungsbereich, im Finanzbereich Controlling, HR, Marketing, Produktmanagement, Projektmanagement bis hin zu ganz spezifischen Ingenieursbereichen, Robotik, Battery, Vorentwicklung, Versuch, Konstruktion, also da ist wirklich alles mit dabei. Schön. Deswegen kann ich gar nicht so genau sagen, ich beschränke mich jetzt hier oder wir bieten nur das ein oder andere verstärkt an, sondern da sind wir wirklich, so wie die Produktpalette, sehr vielfältig und breit aufgestellt. Und Sie haben es vorher auch angesprochen mit Vereinbarkeit von Job und Freizeit und auch gerade rückblickend auf die Zeit, Homeoffice ist es bei, wie ist es da bei Ihnen, Hybrid oder Büro oder? Ja. Also es ist tatsächlich Hybrid mittlerweile. Wir mussten uns natürlich jetzt auch mit der ganzen Situation erstmal zurechtfinden und wir haben aber sehr früh angefangen, uns da umzustellen. Man muss tatsächlich sagen, wir sind eigentlich von einer Vollauslastung in den Bürogebäuden in eine Vollauslastung im Homeoffice gegangen, wie es so wahrscheinlich fast ziemlich jedes Unternehmen. Ja. Mittlerweile, und das finde ich tatsächlich bei Kercher auch ganz gut geregelt, können die Teams auf relativ niedriger Ebene entscheiden, wie sie zusammenarbeiten wollen. Das heißt, das hat jedes Team so in einer kleinen Gruppe von vielleicht maximal 10 Personen, so groß sind in der Regel unsere Gruppen, unsere Teams, entschieden, wie oft sie ins Büro kommen wollen. Die meisten davon haben aber einen Teamtag. Das heißt, da sind vorrangig alle da. Okay. Und jetzt kann ich für mein Team sprechen. Wir sind so 2 bis 3 Tage in der Woche im Büro, 2 bis 3 Tage zu Hause. Aber auch da sind wir flexibel. Wenn jetzt jemand von weiter weg kommt und er sagt, für ihn lohnt sich halt die Anreise eben entsprechend nicht, dann gibt es da auch Möglichkeiten. Ich glaube, da ist wichtig, gut zu kommunizieren und da auch in Austausch zu gehen und sich da abzustimmen. Und darüber hinaus haben wir auch vor, jetzt muss ich gerade überlegen, es ist so 2, 3 Jahre her, gerade für die Studierenden auch umgestellt. Wir haben bei Kercher im Festanstellungsbereich eine 40-Stunden-Woche für Studierende, die jetzt übers Praktikum und so weiter zu uns kommen. Die dürfen
müssen wie auch immer nur 35 Stunden in der Woche arbeiten, okay, um eben auch so ihr Privatleben und vielleicht auch noch ihr Studium, weil teilweise müssen ja auch noch Vorlesungen oder Kolloquien besucht werden, das auch alles gut unter einen Hut zu bekommen. Ja, vielen Dank für das Interview, für die ganzen Informationen und ja, dann noch ganz viel Erfolg hier bei uns auf der Messe in Göppingen. Vielen Dank, schön, dass ich mitmachen durfte. Ja, danke schön.